Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Runde FIFA 20 Karriere. Jetzt geht's gegen meinen Lieblingsverein. Und ja, da den Klappern eigentlich im Normalfall nichts mehr passieren kann, müssen wir heute gewinnen. Weil, wie gesagt, wir wollen in den UEFA Cup. Champions League ist, denke ich, nicht mehr drin. Pokal steht natürlich auch noch bevor, aber da haben wir, glaube ich, noch zwei Spiele Pause. Das heißt, im nächsten Spiel müssen wir gehen mit der B-Mannschaft ran. Aber jetzt können wir es noch einmal voll austoben. Da würde ich sagen, hauen wir mal die Gladbacher weg. Müssen es hoffen. Weil anders sieht es schon für die für den UEFA Cup alt aus. Ich weiß nicht, was Dortmund noch an Punkten lässt. Das ist das Problem. Wir haben zwar jetzt nicht das schwerste Restprogramm, aber die Frage ist, was hat Dortmund? Hallo, liebe Zuschauer, ich Die begrüße spielen, glaube Sie ich, jetzt gegen sehr herzlich Hamburg. zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Könnte eine packende Partie werden. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Griffo. Mit dem Tackling holt er sich den Ball. Das gibt Einwurf. Gute Aktion. Klasse, Ah, wie er das macht. Holt sich den was für ein Ball. schlechter Ball von Grifo. Das ist die heutige Aufstellung. Der Und Gastgeber in Wilson, der diesem hat jetzt Spiel. Bock. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist keine gute Flanke. Einfach zu halten. Na, zu weit. Heute brauchen die Gastgeber die Hilfe der anderen. Man muss da so ein wenig auf Ausrutscher hoffen, denn am Ende soll natürlich hier der UEFA Europa League Platz rauskommen. Ja, das Heute wäre nicht. natürlich der Traum. Schauen wir noch mal kurz auf die zwei Spieler, die heute den Unterschied ausmachen könnten. Beides absolute Topspieler. Auf die wird's ankommen. Trimmitsch und Wilson. Ich weiß gar nicht, der Wilson Sie sehen sich jetzt diesem sagt mir frühen jetzt Pressing spontan nichts, gegenüber. aber durchaus möglich, dass der gut ist. Dodi Luke Bacchio. Ah, das ist der ehemalige Hertha-Spieler. Der Ball ist im Aus, das gibt Einwurf. Oh, Ja, mit starker viel Ball Übersicht. auf Conny Janschke. Janschke. Geblockt vom Verteidiger. Den gibt es hier tatsächlich immer noch. Normalerweise müsste er eigentlich bald in Rente gehen. Oh, jetzt ein schöner Ball auf Trimmitsch. Viele, die vorher hier in Gladbach waren, sind jetzt hier. Und Schöne jetzt Flanke muss das. jetzt. Oh, und Vielleicht die Tor! Führung jetzt. Wie Und geht der denn ein nächster rein? Ball. Boah, Was für ein wichtiges Tor. Tor! Ganz wichtiges Tor. Die Führung. Und da weiß keiner, wie da Und da machst du reingegangen das ist. auch als Torwart. Irgendwann dann nichts mehr. Ja, den ersten kann er ja sogar noch halten, aber dann doch der Treffer. Okay, Viel Pech dieses für Tor gucken wir uns Gladbach. gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Aber So, egal, da hätten wir 15. also das 1 Saisontor zu für 0. Mal sehen, wie Mitrovic. es hier weitergeht. Ja, wir beschweren uns nicht. Jonas Hofmann. Hoffmann, der ist auch noch von der ersten Mandragora. Mannschaft. Super Pässe da jetzt von Also von der Borussia ursprünglichen Mönchengladbach. Mannschaft. Ball kommt in die Mitte. Der war stark. Ein Aber fantastischer abseits. Treffer. Treffer zählt nicht. Hatten wir noch Rote mal Fahne Glück. oben, gut gesehen vom Assistenten. Dürmitsch. Oh, ein bisschen zu lang. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Ja, Der Ball verpasst er den verlust. Ball. Jetzt ist der Platz da. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Super Schnitzler. Das war wirklich wichtig. Miloš Pantovic. Weg ist der Ball. Guter Vorstoß, kann was werden. Je. Sieht gefährlich aus.
Dulli Lukebakio. Fängt diesen Ball ab. Janschke. Einwurf, der Ball war draußen. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Jetzt über Benzivaini. Und Tor. Jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Was fallen denn hier heute für Tore? Das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Die beiden scheinen sich ja blind zu verstehen. Flanke, Abnahme, drin das Ding. Ja, aber Angriff, da war er gar nicht dran. Der Tor war, oder? Ich würde sagen, es war ein Eigentor von der Nummer 15. Ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Ganz entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, obwohl wir eigentlich gar nicht viel dafür gemacht haben. Ja, könnte was werden. Der geht daneben. Also ich muss halt eben doch sagen, Gladbach echt im Pech, was die Gegentore auf jeden Fall mal angeht. Will nicht sagen, dass sie jetzt gut spielen, aber wie gesagt, die Gegentore waren echt viel Pech, war viel Pech dabei. Gute Aktion. Jetzt könnte die Flanke reinschlagen. Kein guter Ball, gibt Abstoß. Ja, das ist heute noch nicht sein Spiel. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschlüssen. Ja, bis jetzt hatte Klapper auch noch nicht wirklich die Chance. Mitrovic. Dirmic. Jetzt wird's gefährlich. Es ist ab, Ole. Kann was draus werden. Tor. Der Ball ist drin. 3-0, Mitrovic macht das Lupfertor. Einfach aus, aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Und wie gut macht er den denn hier? Mit Auge und mit Technik. Und da ist dann auch der Tor. Ja, 16. Tor. 16. Tor für Mitrovic. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Ja, uns soll es nur recht sein. Hauptsache, wir schaffen es vielleicht mal ohne die erste Gegentor. Hälfte haben sie komplett. So, Dortmund 1-1, das ist schon mal sehr gut. Aber das wird wahrscheinlich nicht so bleiben, denke ich mal. Kann mir nicht vorstellen. Ich kann es mir eigentlich ehrlich gesagt echt nicht vorstellen. Aber schauen wir mal. So, Mitrovic hat seine 2 Tore gemacht. Dann gönnen wir ihm jetzt auch mal die Pause. Und Jovelic darf auch mal ran. Noch 45 Minuten zu gehen und bisher Schalala. War das Spiel doch sehr, sehr eindeutig. Lalalalalala. Wird auch wieder Zeit, dass hier Corona rum ist und ich auch wieder Klapper gucken gehen kann. Miloš Pantović. Ja, ohne. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Dodi Lukebakio. Josip Drmić. Abwehr steht gut, Steilpass kommt nicht an. Dodi Lukebakio. Gladbach über den Flügel jetzt. Callum Wilson. Chance zur Flanke jetzt. Und es geht mit Abstoß weiter. Einmal frei. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Und jetzt kommt der Wechsel bei dieser Unterbrechung. Zwei frische Spieler stehen bereits. Oh, Wood kommt für Wilson und ja, den Namen kann ich nicht aussprechen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Jetzt mal die Gladbacher. Gefährlich! Ahnt hier diesen Pass. Weg ist aber es ist eigentlich schade, wenn man bedenkt. Da kommt der Pass. Ein super Tor. Kommt doch noch zu dem Tor. Der Fallrückzieher. Die Technik musst du erstmal haben.
Und das ist hier jetzt ganz großes Kino. Bei das war wirklich ein schönes Tor. Von Wood. Und dann noch das erste Tor. Natürlich gegen uns, wie immer. Aber es ist eigentlich echt schade, was hier bei FIFA aus Gladbach geworden ist. Wenn man bedenkt, was die für eine Mannschaft haben. Oder hatten. Besser gesagt, dieses Jahr. Naja, haben wir wenigstens noch ein bisschen was für ihre Statistik gemacht. Jonas Hofmann. Er hat ein Tor mehr geschossen. Vielleicht wird er ein bisschen mehr wert sein. Irgendein anderer hat eine Vorlage. Nein, es war doch eine Vorlage, hat auch irgendeiner gegeben. In der Bundesliga. Und die Gladbacher kommen. Aber bleibt doch weg. Wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelb. Gelb für die Aktion. Ja, normal hätte er eigentlich auch rot zeigen können. Jetzt wird er verwarnt. Ich hatte eigentlich eher gedacht, er dreht sich noch zu uns. Keine Frage. Ich denke, Gelb geht gerade noch so in Ordnung. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus... Dir ist verletzt. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Na, es tut mir sehr leid, dir. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Der Konter ist gestoppt, da steht er gut. Toller Pass. Ja, könnte was werden. Stark gemacht, das könnte was werden. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. Macht er gut. Schöne Flanke. Zack, 4-1. Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal, Hauptsache... Trimicao mit dem Doppelpack. Und dann wechseln wir jetzt noch einmal durch. Grifo darf noch mal raus für Mohamed und Kopianski kommt für Benes. Da haben wir unsere Wechsel auch fertig. Diese Führung ist doch mehr als deutlich. Jonas Hofmann. Nastasic. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Bärenstark von Kuklianski. Schönes Zuspiel hier. Josip Drmic. Ja, der Schuss jetzt. Ein unfassbares Tor. Er schießt sie. Aber Kuklianski echt auch sehr geil. Im Pokal haben Hertha rausgeschossen. Also Kuklianski den Hattrick. Für eine Quote. Das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Ja, 18. Saisontor. Ja noch mehr. Sie liegen trotzdem vor. Kommt er nicht an Werner ran. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Ja, wenn wir jetzt noch gegen Augsburg gewinnen vor dem Pokal mit der B-Mannschaft, was ja noch nicht so oft passiert ist. Keine gute Flanke. Einfach zu halten. Hier sehen wir jetzt in der Einblendung den nächsten Gegner der Fohlenelf. Der VfL Wolfsburg ist der Gegner im nächsten Spiel. Ja, ich denke, da werden sie auf jeden Fall auch nicht gewinnen. Habe ich in dem Duell nicht. Das wird spannend. Da passt er auf. Die Meldung geistert schon länger durch die Medien. Paris Saint-Germain ist wohl an einem möglichen schönes Zuspiel. Geht gut dazwischen. Da ein Kunku will nach Paris. Interessant. Dodi Luke Bacchio. Ballverlust. Und jetzt läuft die Uhr natürlich für sie. Sie waren gut im Spiel, führen sicher und werden das Ding hier nach Hause schaukeln. Ja, ich denke auch. Jonas Hofmann. Super gemacht. Jetzt selbst wenn die Klapperer jetzt noch einen machen. Der Blick was da wir ein Gegentor bekommen haben, bis zum Ende. Egal ist. Klasse Pass. Na, vielleicht darf jetzt nochmal Pantovic. So im Strafraum reinzugehen. Oh! Ich habe auch schon drin gesehen. Wo ich eigentlich auf den anderen Spieler ablegen wollte. Ja, könnte was werden. Tja, wo ist die Lücke? Gute Aktion. Stark verteidigt. Ah, klasse geklärt. Aber man kann ja nicht alles haben. Spielerwechsel jetzt also bei Borussia Mönchengladbach. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Wood. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Milos Pantovic. Drmic.
Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Mandragora. Dodi Luke Bacchio. Jonas Hoffmann. Was macht er draus? Jetzt können sie den Ball reinbringen. Das macht er gut. Und die Balleroberung. Wichtig. Jawohl. Das Spiel ist vorbei. 5-1. Einwandfrei. So wünsche ich mir das. So kann es weitergehen. Dortmund hat nur unentschieden gespielt. Das ist unglaublich gut. Und vor allen Dingen unglaublich wichtig. Jetzt sind wir nämlich auf einem internationalen Platz. Jetzt haben wir unseren internationalen Platz. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unserer Kamera gekommen sind. Danke, dass Sie bei. Ja, gern geschehen. Ja, Babak hat hier nicht gespielt, bedankt sich. Er ist wieder viel glücklicher. FIFA. Oh, wie ich FIFA liebe für so Sachen. Jetzt kommt natürlich wieder die spannende Frage, wo waren wir? Ich weiß es nicht. Irgendwo im Mittelfeld, glaube ich. Romero. Ich glaube, wir haben bei Schwarz. Lassen wir einfach mal Schwarz trainieren. So, der Einzige, der sich verbessert hat bei Ballkontrolle. Sonst sieht es eher mau aus. Dann würde ich sagen, geht es jetzt gegen gegen Augsburg, nicht gegen Aue. Oh, und Wolfsburg nur noch Dritter. Trimmitsch jetzt Dritter in der Torschützentabelle, aber an Werner kommt der nicht mehr ran. Außen gegen Augsburg müssen wir jetzt halt eben leider Gottes mit der B11 ran. Das ist unglaublich schade. Ja, 16. Die wollen aber auch noch oben bleiben, ne? Wird bestimmt kein einfaches Spiel. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da Dortmund ja gepatzt hat. Interessanterweise. Gegen Hamburg. Wird es richtig interessant. 1-1. Gegen wen spielt Dortmund jetzt? Gegen Stuttgart am 16. Ja, das haut hin. Die sind natürlich auch unten, aber naja, wie gesagt, es sind noch 5 Spiele, 15 Punkte, es bleibt spannend. Können theoretisch noch oben rankommen, an den Dritten, aber eher nicht. Aber es ist noch alles möglich, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.